Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Disney Dreamlight Valley. Es regnet mal wieder und es regnet nicht nur im Disney Dreamlight Valley, sondern auch bei mir. Es ist 20 Uhr und es ist der 22.06. Genau, ich dachte mir, ich sollte vielleicht noch eine Folge aufnehmen. Ich habe ja bei die Sims 4 ein bisschen, nicht aufgenommen. Und dann dachte ich mir, wir könnten ja der mystische Kristall fertig machen. Dafür brauchen wir noch 8 Glas. Das Gute ist, das geht ja easy. Wir haben ja 828 Sand, 1200 Kohlenerz, also jetzt noch. Schließlich produzieren wir was, dann stellen wir das her. Und genau, in der letzten Folge haben wir ja endlich den Dreamlight-Baum bekommen und die Aliens gefunden. Zum Glück müssten wir da... Erich, ich brauche schnell mal eine Ingame-Währung. Dann komme ich gleich zu dir. So, perfekt. Und jetzt, Erich, gebe ich dir das alles. Und ich habe vollkommen vergessen, dass ich ja den Stoff bei Christophs Laden hätte kaufen können, aber naja, egal. Danke fürs Vorbeikommen. Das ist unglaublich, Ray-Ban. Du hast alles gefunden, was ich brauche. Ich werde den Taucheranzug zusammenbauen und zu meiner ersten Expedition aufbrechen. Wir sehen uns, wenn ich zurück bin. Das war mein schöner Tauchgang. Nun, mein Tauchgang war ein großer Erfolg. Ich habe alle möglichen seltsamen und mystischen Dinge aus dem Meeresboden bei diesen Ruinen gefunden. Falls du daran interessiert bist, die Pläne dafür befinden sich bei mir zu Hause. Vielleicht kannst du ein paar davon verwenden, um die Dinge für das Tal zu bauen. Klingt großartig. Und hey, jetzt wo ich gefunden habe, wonach ich gesucht habe, werde ich diesen Taucherhelm nicht mehr brauchen. Ich werde ihn dir geben. Gerne geben. Cool. Ein Taucherhelm? Er ist so schwer. Wie kann man mit diesem Ding herumlaufen? Keine Angst, du wirst dich daran gewöhnen. Sehr gut. Oh, und Ariel und ich wollten auch, dass du das hier bekommst. Wir können dir nie genug danken, Ray-Ban. Aber vielleicht gibt dir dieses Geschenk von uns eine Vorstellung davon, wie viel du uns bedeutest. Eriks Miniaturboot. Wow. Oh, stimmt ja. Es ist ja Abend. Das ist ja perfekt. Können wir das auch machen, dass da... Ach stimmt, und die Dreamlight-Früchte müssten wir auch sammeln. Können wir ja einiges noch machen, habe ich ja alles vergessen. So, Stitch. Ich habe eigentlich spontan am Abend... Eigentlich wollte ich duschen gehen, aber ich dachte mir, ich brauche noch eine Folge für Freitag. Deshalb, habe ich mir gedacht, nehme ich auf und ich habe vollkommen vergessen, dass ich ja am Abend hätte streamen sollen für die Dreamlight-Frucht und für die Aufgabe von Stitch. Mein Name. Okay. Das Konzert steht bald an. Seid ihr bereit? Ja, wir sind bereit. Danach kannst du viel Kokoskuchen essen und Kaffee trinken. Stitch, sehr, sehr bereit. Das wäre toll. Hast du Lampenfieber? Hauptsache, dir wird von dem ganzen Kokoskuchen und Kaffee nicht übel. Nein, nicht nervös. Vielleicht ein wenig nervös, aber trotzdem gut. Oh, Ray-Ban? Band muss Namen haben. Wie soll Stitch Band heißen? Ysometerbuben zum Zerstören gebaut. Ohana Mega Nala Quista. Machen wir das dann. Ohana, ja, ist guter Name. Ohana bedeutet, alle halten zusammen oder niemand wird vergessen. Ich werde bei Dagobert Duck die Anlage abholen und sie am schillernden Strand für euch installieren. Das ist gut, danke. Ja, gerne. Sprich mit Dagobert Duck. Dann können wir ja in den Laden reingehen und schauen, was das für tolle Angebote ist. Angebote gibt. Angebote ist, ja, genau. Sehr gute Deutsch. So, was haben wir denn hier Schönes? Sei gegrüßt. Ralf Reichts. Ich weiß immer noch nicht, was das für Preise sind. Er zahlt Game 4800. Einen schönen Tag noch. Ja, und das ist auch immer für Boden, Tapeten und so, gibt es immer diesen Anzeigefehler. Aber das nehme ich gerne. Auf Wiedersehen und bis bald. Dann 20.000.
ein Hinweis für Captain Hook. Freundlichsten. Ich bin mir sicher, der kommt. Der kommt. Falls safe. Du siehst, richte ihr ja. Von Maui voll. Die schön das Biest, das passt ja zu unserer Hose, glaube ich. So, dann, was haben wir denn noch? Die Lampe haben wir, das Bild haben wir nicht. Diesen Mülleimer, 360. Abfalleimer, so, dann. Ja, wieso nicht? Wir sind ja vierfach Millionäre. Also, im Spiel. Na gut, jetzt reden wir mal mit Dagobert. Was haben wir hier? 1000. Ach, der kostet auf einmal 1200 nur. Seltsam, seltsam. 16.000. Also ich hier muss ist mit der. Dir sprechen. Ja, gib mal Ruhe. 20.390. Hier 390 ist ja noch realistisch, dass eine Hose so viel kostet, aber. Was da? Hallo! Welch ein Glück, das ganze Dorf kommt zu diesem Konzert, Ray Bear. Ich sage ja immer, dass es viel Geld in der Unterhaltung gibt. Bei dem Regen findet ein Konzert statt? Ich habe die Tonanlage für dich aus dem Lager geholt. Ich hoffe, diese Jungs sind bereit, eine Show zu bieten. Willst du meinen Rat, wo man das machen könnte? Der schillernde Strand wäre ein guter Ort. Freundlichen Dank. Stelle die Tonanlage auf dem schillernden Strand auf. Na gut. So, dann teleportiert. Wird sie immer markiert, wohin? Wenn doch jeder das versteht, sogar so ein Idiot wie ich. Gut, wir haben ja hier viel Platz. Für. Das Ding. Tonanlage. Ich vermute mal. Machen wir einfach hier, oder? Passt. Ich muss zugeben, der Regen ist irgendwie schön. Okay, dann machen wir ein Foto. So. Sehr gut. Komm und sprich mit mir. Natürlich. Ich muss erst mal schauen, wo ich bin. Alle kommen, um das Musizieren zu sehen. Motiba, sei sehr froh. Du klangst großartig. Deine Tanzanlagen haben mir sehr gefallen. Nicht schlecht für dein erstes Konzert. Takara-Ban. Dorf ist wie Ohana. Alles sitzt allein im Raum. Das war allein und vergessen. Aber jetzt nicht mehr allein und vergessen. Gibt's hier zwar Dachdorn und vergessen, aber Tal trotzdem schön. Ja, trotzdem schön. Danke, Reben. Danke, dass du hier im Tal bist, Stitch. Du bist ein Musterbürger geworden. Was? Der Resümeter ist jetzt richtig. Ist super niedrig. Das würde ihm gefallen. Ah, Stitch, etwas getan, Reben. Du Gaba gesagt. Danke. Bring kaputt das Raum zu Dagibert und er zu Reparatursäcken. Higada. Raumschiff nicht fliegen. Ist okay. Keine Sorge, Stitch. Es ist ein bisschen kaputt, aber das wird schon wieder. Oh oh, noch zwei Aufgaben. So, ich muss Dreamlight-Frucht einsammeln. Und gut, dass immer da ist. So, ich habe ja wieder nichts zu essen. Hier ist die Nachtdorn gespawnt. In der sonnigen Ebene. Ernte Dreamlight-Fische. Stell den Gegenstand Dünger für den Dreamlight-Baum her. Okay. Du bleibst hier in der Nähe. Ich brauche dich, glaube ich, gleich. Was mache ich denn da für ein Blödsinn? Ich sollte den Gegenstand herstellen. So. Wo könnte das sein? Hier, Dünger für den Dreamlight-Baum. Benutze den Gegenstand Dünger für Dünger in deinem Inventar. Okay, dann benutzen wir den mal. Benutzen.
kehre zu Simba zurück. Ja, ist ja klar. Soweit ist er ja zum Glück nicht, aber da ich ja nichts zu essen hatte... Simba, bleib hier. Hast du Zeit? Natürlich. Hey, Ray-Ban, Mutter Godel hat mich besucht. Sie war hilfreich, wenn man so will. Sie erinnert mich ein bisschen an meinen Onkel Scar. So sei vorsichtig, wenn du mit ihr zu tun hast. Wie dem auch sei, sie wollte, dass ich dir sage, was du als nächstes tun solltest. Als erstes solltest du eine Stelle im Tal auswählen, an der du einen neuen Dreamlight-Baum pflanzen möchtest und dann die Blumen dort gießen. Blumen gießen, um einen Dreamlight-Baum dort groß zu ziehen, klingt etwas merkwürdig, aber okay. Mutter Godel hat gesagt, dass die Wurzeln der Dreamlight-Bäume sowohl von dem über dem Brunnen am Hauptplatz stammen, als auch von dem, den wir gemeinsam gepflanzt haben. Okay. Ist die jetzt zufällig da oder beabsichtigt? Die strecken sich über das ganze Tal. Wenn du die Blumen mit einem speziellen Dünger gießt, dann kann das Wasser besser die Wurzeln der Dreamlight-Bäume erreichen. So können dort neue Sprösslinge wachsen. Dann haben wir im ganzen Tal Bäume. Wie dem auch sei, wenn du genug von ihnen gegossen hast, werden wir zum Dreamlight-Baum auf der sonnigen Ebene zurückkehren. Schon bald werden neue Dreamlight-Bäume wachsen. Das ist fantastisch, unsere Bäume vernetzen sich also. Das klingt irgendwie praktisch. Naja, vielleicht wird es nicht ganz so einfach, wie es sich anhört. Ich denke, es gibt nur eine Möglichkeit herauszufinden, ob das funktioniert. Ich werde zu den eisigen Höhen in das vergessene Land und auf die Lichtung des Vertrauens gehen, um dort Blumen zu gießen. Wenn es dort funktioniert, soll das überall im Tal funktionieren. Klingt prima. Bin gespannt, was passieren wird. Danke. Gieße die Blumen in den folgenden Teilen des Tals. So. Sind die jetzt schon gepflanzt? Gieße die Blumen in den folgenden Teilen des Tals. Aber welche Blumen? Stecken wir hier mehr? Nee. Na, gucken wir mal, ob ich die Blumen finde. Oder irgendwas? Achso, das ist dieser aufgeplatzte Boden. So, wo haben wir denn jetzt... Eisige Höhen. Aber welche Blume sollen wir jetzt gießen? Oder ist es egal, welche? Erinnerung! Da habe ich irgendwas? Nö. Aber welche Blumen sollen wir denn gießen? Was ist denn das? Anzeigefehler. Ach, hier! Ach, das ist ja gar keine Blume. Ich probiere mal, die zu gießen. Achso, ich soll einfach irgendeine Blume gießen. Okay. Habe ich mir zwar gedacht, aber... Wahrscheinlich werden daraus jetzt... Wachsen hier jetzt die Dreamlight-Bäume. So, Lichtung des vergessenen Landes und Lichtung des Vertrauens. Dann gehen wir mal zum vergessenen Land. Interessant. So, lala. Dann gießen wir die. Und die. Und die. Perfekt. Ich will noch schnell die Diamanten ausgraben. Ja, damit. So. Dann, und noch Lichtung des Vertrauens. Diesmal wird das gar nicht markiert. Egal. Und danach... Da oben ist das Karussell. Komisch. So, jetzt gießen wir die. Noch einer. Dann haben wir's. Und jetzt warte, 24 Stunden. Ja, zu Simba zurück. Na also. So, Simba. Ah, er ist auf dem Hauptplatz. Da sind fast alle irgendwie. Und sogar das Vergessen. Na du. Falsche Taste. So. Ah, ich muss jetzt zu Simba. Nur zu Erik. Kann ich mit dir sprechen? Natürlich.
Ich habe die Blumen auf der Lichtung des Vertrauens im vergessenen Land und in den eisigen Höhen gegossen. Gut, gehen wir zurück zum Dreamlight-Baum. Folge mir. Okay. Danke. Da war eine Lampe im Weg. Eine Laterne. Laterne, Laterne, Sonnen, Mond und Sterne. Das war einen anderen Weg als ich. Aber ich bin schneller als du. Wow, Ray-Ban, das ist unglaublich. Über einem Tal wachsen Bäume. Man hat wirklich das Gefühl, dass das Gleichgewicht wiederhergestellt ist. Alles riecht irgendwie anders. Findest du nicht auch? Es fühlt sich ein bisschen magischer an. Die menschliche Nase ist weniger empfindlich als die eines Löwen. Der Geruch eines Löwen übertrifft alles andere. Oh, nun, vertrau mir. Es ist definitiv anders. Was wird Nala von all dem halten? Ich bitte, sie wird ziemlich aufgeregt sein. Ich würde auch gerne ihren Gesichtsausdruck sehen, wenn sie es erfährt. Gehen wir sie suchen. Da ist sie ja. Höre sie... Oh, Gott. Nala, ich wollte... Die Dreamlight-Bäume. Du hast sie zurückgebracht. Nun, das war ich nicht alleine. Ray-Ban war eine große Hilfe. Oh, Simba, ich freue mich so. Ich freue mich so. Ich erinnere mich jetzt an alles, Nala. Ich auch. Jetzt, wo die Dreamlight-Bäume da sind, wird es immer genug Nahrung für alle Tiere im Tal geben. Das hast du gut gemacht, Simba. Ich bin so glücklich. Ich auch. Hey, vielleicht können wir uns später unter einem dieser Bäume entspannen und ein paar Kinder zeugen. Was sagst du dazu? Du solltest stolz sein. Du bist okay. Ein sehr guter Rudelführer. Sehr schön. Hast du Zeit? Ja, natürlich. Ja, dann hau auch nicht einfach ab von mir. Du weißt doch, wo ich bin. Nala war überglücklich. Das verdanken wir nur dir. Du hast mir geholfen, ein Gleichgewicht zwischen all meinen Aufgaben zu finden. Du hast mir geholfen, meinen Platz im Tal zu finden. Um dir zu danken, habe ich Dagobert Duck gefragt, ob er dir etwas Besonderes zu geben hat. Weißt schon, etwas, das einem Menschen gefallen würde. Er hat mir das gegeben. Das gefällt mir definitiv. Ich weiß nicht wirklich, was das ist, aber es sieht ziemlich hübsch aus. Es erinnert mich an das geweihte Land. Wenn du es ansiehst, erinnert es dich vielleicht an all die Abenteuer, die wir zusammen erlebt haben. Wie auch immer, ich hoffe, es gefällt dir, Ray-Ban. Du bist ein guter Freund. Denk daran, du kannst immer auf mich zählen. Gut gemacht! So, wir haben nur noch Der Ruf eines Rangers, aber das würde ich dann in der nächsten Folge machen, weil ich weiß nicht, wie lange das dauert und ich weiß immer noch nicht, was diese komischen Dinger da bedeuten. Aber egal. So, also, wir machen jetzt die Nachtdornen weg. Weil ich mein... Oh, Geld. Geld. Alles mein Geld. Ich schaue noch in den Schrank nach, ob ich da irgendwelche Möbel bekommen habe oder so. Machen wir erst die Nachtdonne weg und dann würde ich sogar die Folge mal beenden, ziemlich früh. Denn wie schon gesagt, da wir nur noch eine Aufgabe haben. Gut, ich meine, es gibt noch diese Flaschen, die im Wasser sind. Die gibt es auch noch. Das könnten wir noch irgendwie machen. Was sonst? Gibt's halt nicht mehr viel. So, dann, was haben wir denn noch alles? Haben wir noch Nachtdornen vielleicht auf der anderen Seite der Brücke? Bin ich echt gespannt, wann wir Timon und Pumba bekommen. Wann wir endlich Penelope und Belle bekommen. Ich meine, sie ist auf der Titelseite. Ja. Das. Genau, wie schon gesagt, wir machen dann die Aufgabe von Buzz. Dann suche ich halt nach diesen Flaschen. Und dann werde ich ein bisschen mit euch das Valley ummodellieren. Oh, eine Erinnerung, perfekt. Aus einer Nachtdorne. Ist auch selten.
Toy Story. Jetzt da, warte. Ja. Wochen Kleintiere. Ich glaube, das war von den Nachtdornen. Nachtdornen. Also da wird wahrscheinlich eins da. Aber wir haben doch gerade... Okay. Jetzt noch, was kriegen wir noch für die Nachtdornen? Also wahrscheinlich haben wir das bekommen von der Monster AG. Also man kriegt einfach zu selten von den Nachtdornen die Erinnerungen. So. Dann hier ein bisschen... Fast immer ernte ich, ja, zerstöre ich diese Felsspalten. Plündere ich sie. Nur wenn da was rausguckt. Was soll ich denn machen? Hab ich schon wieder vergessen. So, im Laden waren wir. Was könnte ich denn noch machen? Ja, dann können wir ja das... Normalerweise könnte ja die Musik einfach so... Ja, du... Es wird langsam lauter. Ach, was machst du denn? Mein Gott. Das war echt dämlich. Oh Mann. Naja, da ist es wenigstens besser. So, dann haben wir ganz viel geerntet. Sehr schön, sehr schön. Was können wir noch machen? Auf einmal hat sich die Musik geändert. Genau. Ich angle noch die Flasche. Die war, glaube ich, hier vorne. Und dann würde ich die Folge jetzt schon beenden. Ja, ihr wart es immer lange Folgen, eine Stunde gewohnt. Und jetzt, ja, so kurz. Aber da wir noch eine Freundschaftsaufgabe haben und diese Nebenquest mit Angel die Flaschen, ob das irgendeine Bedeutung haben wird, diese gesungenen Kisten, weiß halt nicht, ob es die woanders auch gibt. Vielleicht wird es eines Tages sein, dass wir die angeln sollen. Also probieren wir es nochmal. Also wenn das nicht... Hä? Ah, jetzt hat, glaube ich. Komisch. Smaragdflasche. Genau, und die können wir ja benutzen und daraus entsteht dann ein smaragdgrüner Splitter. Ja, jetzt reden wir die ganze Zeit. Ich will mal wissen, ob jetzt da die Dreamlight-Bäume gewachsen sind oder... So, das können wir leichter herausfinden, wenn wir einfach hier sammeln. Nee, das war Zutaten. Tatsächlich. Das will ich sehen. Tatsächlich. Oh, das ist ja nice. Und es ist weiterhin noch bei... einem Tag. Aber zumindest haben wir mehr Bäume bekommen. Das ist gut. Die spawnen dann irgendwo, also Lichtung, das vergessene Land, da will ich mal wissen, wo es dahin, wo das da, wie sagt man, gewachsen ist, weil hier ist nicht viel Platz. Bin mal gespannt. Ich glaube, neben dem Brunnen, aus dem wir rausgekommen sind. Ah, da ist er. Tatsächlich. Sehr gut, weil Ingwer. Genau, und eisige Höhen. Ich glaube, da ist er gespawnt. Dann sammeln wir noch schnell die. Da ist er. Ach nee, das war der andere. Ja, jetzt haben wir alle gesammelt. Ich weiß aber nicht, was das bedeuten soll.
aus wie ein Auge. Gott, es schaut uns dabei zu. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Falls euch die Folge gefallen hat, dürft ihr selbstverständlich einen Daumen nach oben geben, falls euch mein Content gefällt und ihr noch nicht abonniert habt, jetzt abonnieren drücken und natürlich das nächste Mal wieder einschalten bei einer neuen Folge von Disney Dreamlight Valley. Wie viele es jetzt bis zum nächsten Update kommen werden, das weiß ich leider noch nicht, aber ich versuche möglichst viele Folgen noch aufzunehmen. Die werden hauptsächlich, vielleicht wird eine, indem ich einfach alles farme, zum Beispiel ich pflücke hier das da und hier kabums, mache ich das da und dann wird es einfach Folgen geben, indem ich irgendwo Häuser umplatziere und Wege hin platziere und so weiter, das Valley verschönere. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.